Ja, und damit einen wunderschönen guten Morgen hier in einer weiteren Folge in unserer Heimreiseserie in 7 Days 1.0 hier in unserer Basis. Ja, das dürfen wir jetzt zum ersten Mal richtig Basis nennen. Nicht mehr Notunterkunft oder sonst irgendwas. Wir haben unsere tatsächliche Basis bezogen. Ich konnte seit der letzten Folge aus dem Pine Forest alles hier rüberholen, was wir so hatten, inklusive dann auch noch das Zeug aus dem Turm, was wir da so hatten, und schon ein bisschen was einrichten. Allzu viel Zeit habe ich dafür nicht gehabt. Ich bin hier so um 1 Uhr morgens in-game bin ich hier wieder angekommen. Aber ja, die paar Löcherchen, die hier in der Decke hier oben drin sind, die habe ich benutzt, um unsere 10 Crop Plots, die wir in Pine Pine Forest stehen zu hatten, hier drinnen zu platzieren. Das sind natürlich jetzt hier nicht 10 Stück, das ist ein 9 Blockfeld, ist das natürlich nicht. Aber hier stehen auch noch welche rum und die nächsten paar Lücken werden wir wahrscheinlich auch noch damit füllen. Eventuell nehme ich das wieder raus, denn da können wir schönes Gründach hier raus machen. Und warum sollten wir hier oben drauf ein Block höher dann noch was hinstellen, wenn wir dann eh schon direkt Löcherchen im Boden drin haben, das schön da drin ein platzieren können. Wir können später von unten in der Küche oder sowas, können wir das, die Pötte von unten farblich anpinseln, dass die wieder schön aussehen, schön Deckenfarbe oder sonst was. Und ja, hier haben wir momentan unsere Notklamotten drin, also generell so einsortiert, hier sind Waffen, Parts und Mods habe ich hier drin. Und Munition offensichtlich, hier ist das allgemeine Handwerksmaterial drin, inklusive der erweiterten Sachen. Und ja, da sind Armor-Klamotten drin und Seeds. Es ist auch nicht so wichtig, was da wo drin ist, aber ne, hier sind ein paar Deko-Klamotten drin. Ich habe nicht alles an Dekos von Pine Forest mit drüber geholt, was wir da schon auf Seite liegen haben. Die ganzen Dekos, Großteil der Deko-Sachen liegt da noch, plus die Pipe-Pistol, die wir zum Verkaufen hatten. Ich wollte nicht nochmal extra dafür gefahren sein. Und ja, das sind generell Sachen zum Verkaufen, wo wir gerade vom Verkaufen geredet haben. Ja, du Collector laufen eigentlich ganz gut. Da müsste auch wieder Wasser drin sein. Ja, da ist ein Wasser drin. Hier dürfte ein bisschen mehr drin sein, weil du hier doppelt gemottet bist. Und hier ist Frischwasser drin. Sehr, sehr schön. Da kriegen wir zweimal am Tag, kann man dann die entleeren, wenn... Ein paar Sachen habe ich auch noch auf dem Boden und so was weggehauen. Hier habe ich auch noch mal einen Behelfsboden reingemacht. Muss natürlich noch abgegradet werden. Versteht sich von selbst. Und unsere Küche soweit. Hier sind Rohmaterialien drin und da ist alles fertig gekochte drin. Müssen wir da gerade was auffüllen? Ne, das habe ich noch gemacht, bevor ich ausgelockt bin. Ja, man muss natürlich noch eine Dunstabzugzauber, muss da noch irgendwo schön rein und dann noch ein Wandschränkchen da oben drüber. Hier noch ein Kühlschrank hin. Und vielleicht verändern wir uns die Fensterfront, aber das ist Zukunftsmusik und sprechen wir von Zukunftsmusik. Hier auf der Front ist alles ohne Boden. Da müssen wir noch viel dran machen. Vor allen Dingen, weil ich hier gegenüber gerne die Werkbänke hätte, dann müssen wir bestimmt auch noch die Wand hier rauskloppen. Das kann ich, glaube ich, sofort schon mal machen. Und da dann wahrscheinlich Wohnraum, denke ich mir mal so, Schlafzimmer und so ein Shit. Und Wohnzimmer, Esszimmer, sowas in der Art. Natürlich nicht alles funktional, versteht sich von selbst, aber so ein bisschen immersive muss das ja sein, dass wir uns hier wohlfühlen. Wa? Das ist ja Ziel der Sache. Ja, ein paar Ideen für Hordenbasis habe ich auch schon. Und nur mit dem Umsetzen müssen wir mal gucken, wie das so hinhaut. Die Sachen hier drunter sind dann auch, das ist auch was anderes. Hier müsste irgendwo noch dieser Fettsack sein und so was. So ein Leuchtedulli, warst du nicht direkt da in der Ecke oder so? Ja. Das werden wir schon bei Zeiten sehen und die hier noch drinnen in dem Haus mit uns drinnen wohnen, die sind auch noch gefährlich für uns. Die können nämlich noch tatsächlich hier hochkommen. Wir haben nur Erdgeschoss zur zweiten Etage unterbrochen. So, was wir heute machen wollen. Das ist super. Vielleicht kann ich das sogar sehen von da aus. Können ist eine andere Sache, aber wir wollen heute eventuell direkt hier in der Nachbarschaft in den Shotgun Messiah Laden rein. Ich hoffe mir da ein paar Parts. Müsstest du da nicht direkt hier sogar schon sein, da irgendwo? Lass mich mal hier mal M drücken. Shotgun Messiah. Den Punkt aktivieren. Wo bist du? Da wärst du. Einmal ums Eck kommst. Da wärst du im Laden. Aber wir wissen ja, also normalerweise in der regulären Welt, ohne unseren extra Mods und so was, und wenn wir nicht gerade im Westland rumrennen würden und so, würde ich sagen, oh geil, direkt vor der Haustür, lass uns mal eben rübergehen. Aber wir wissen ja, wie hier vor der Haustür abgeht. Das ist, meistens wimmelt das da relativ schnell vor Zombies. Und da müssen wir unseren Playstyle ein wenig anpassen. Ich glaube, das macht nicht mehr wirklich großartig Sinn, dass wir überhaupt versuchen, irgendwie zu questen. Aber was wir machen können, wir können so 2-3 POIs, die wir gerne reingehen würden, im Kopf behalten. Und da ist übrigens der fiese Fettsack, jetzt ist er da. Als wenn ich da oben bin, ist er nicht reingespawnt.
Ja, und jedes Mal, wenn es da zu kritisch in einem POI drin wird und wir nicht weiter können, weil wir verbrannt werden wegen Wanderhorn oder so, kämpfen wir uns den Weg weit möglichst raus und gehen dann zu einem anderen POI, bis wir da wieder fast überrannt werden und dann wieder zurück, bis wir dann alles gelootet haben. Ist ein bisschen, ne, aber so werden wir wohl machen müssen. Ist das da dein Kopf? Ich brauche dringend ein Käferscope, damit ich reinzoomen kann. Da müsste dein Kopf sein mit ein wenig Glück. Das war dein Bein. Bist du nicht auch ein super, super Zombie? Nee, wa? Alright. Du gehst nochmal hoch. Wo willst du da oben hin? Alright. Wenn du da hoch gehst, gehe ich hier hin und fall runter und verwirr dich. Ja, ich wollte dich verwirren. Nee, das war jetzt kein Versehen, dass ich hier hingefallen bin. Kriegst jetzt noch Fallschaden, das ist nice. Ja, den Kopf habe ich noch erwischt. Komm mal, wir gehen hier durch. Lululululu. Direkt zum nächsten Zombie reinrennen. Alright. So schön. So schön. Du vergisst mich aber nicht nochmal. Okay. Jetzt haben wir andere Zombies angepisst. Bist du ein Zombie? Du bist kein Zombie. Okay. Zeit für ein Speer. Uppala. Bevor du mich nochmal haust. So, da die Funzel wieder an. Du bist durchknipst nicht. Okay, lass den nochmal hier rumkommen. Okay, schön halten gezogen. Dann gehen wir nochmal hier hin. Gut, okay. Du hast 1500 XP gegeben. Das ist schon mal ganz nice, aber jetzt hören wir da unten wieder lauter, lauter Dullis. Okay, ich muss auch noch mein Bike wieder neu aufsetzen. Das habe ich gestern ja mit aufgehoben gehabt. So, da, zack. Da unten schon wieder alles voll war. Wir haben ja auch zweimal geschossen. Ah. Das ist nicht allzu tief. Ich höre auch schon wieder einen Bären. Ups. Ich meine, wir haben den Mod in unseren Stiefeln drin, dass wir von höheren Höhen runterfallen können. Oh Gott, da geht ja direkt die ganze Partystimmung ab, wenn wir auf die Etage kommen. Holy Motherfucker. Oh, da spritzt überall grün. Balu ist auch mit dabei. Ah, und ein Direwolf. Und die sind alle super schnell. Holy shit. Oh boy. Aber ich bin auch super, super schnell. Oh, ja. Da war gerade tatsächlich noch ein Prompt, seit ich da irgendwas mitmachen konnte. Weiß nicht, ob du jetzt einen Deko-Block ein bisschen nicht aufheben darf. Oder sonst irgendwas. Oh, Spearman for the win. Lady, halten Sie mal still. Wird auch direkt wieder framey. Ganz ehrlich, ich bin ja auch zwischendurch schon mal am Überlegen gewesen, ob wir nicht einen der Mods rauspacken. Entweder den Special Zombie Mod oder den Horden Mod. Weil zusammen macht das hier echt, echt, echt hart. Aber, Arschbacken zusammengekniffen und wir versuchen hier irgendwie durchzukommen. Irgendwas habe ich da wieder gehört gehabt. Bestimmt das Ding hier. Komm mal, prompt, lass mich da rauf auf Bike. Aber hier sieht man schon, Shotgun Messiah, dickes, fettes Schild. Der ganz Ammo und Storage, das suggeriert, dass wir da eventuell mit unseren Rival Parts vorankommen. Wir müssen wohl sehr vorsichtig sein. Wenn wir uns jetzt hier irgendwo drinnen in einem engen Raum befinden und dann gerade eine Wanderhorde ankommt, dann haben wir ein Problem. Dann haben wir ein richtiges Problem, haben wir da. Aber guck mal, mittlerweile dürfen wir schon eine Liefer-Action Stufe 2 und wir rennen immer noch mit dem Hunting Rifle Stufe 1 rum. Das ist eine komplette Waffenart höher mit einer besseren Qualität, die wir eigentlich schon dürfen. Du bist locked. Alright, wo ist denn der reguläre Weg? Ich will nicht den kompletten POI machen. Da ist auch noch jede Menge anderer Schnickschnack dabei. Ich will eigentlich nur eine Shotgun Messiah rein. Du bist eine Stufe 4er POI. Ugh. Ich geh durch die Wand. Wenn die Türen zu hart sind, dann gehen wir halt durch die Wand.
Warte mal, erstmal Spiel rein Pilunkern, ja. Spiel rein Pilunkern machen wir erstmal. Das ist direkt ein fetter Safe, das ist direkt ein doofer Zombie. Da machen wir direkt das Hund aus. Ups, nicht da drauf hauen. Hat er noch nicht mitbekommen. Denn wenn ich Glück, kann ich den dicken fetten, den Speer durch die Fresse ziehen und dann ist alles wieder gut. Soundbalken schön auf 21 runter ticken lassen. Morgens. Ja, ne, das war so. Du bist schon, Sneak Damage haben wir nicht mehr bekommen. Aber trotzdem war das relativ überraschend. Gut, schnell mal das Türchen hier aufmachen. Okay. Natürlich an Shotgun Messiah Boxen interessiert. Da haben wir direkt eine 5er Pistole und neue Munition. Läuft schon für uns. Und das hört sich so an, als wenn gleich irgendwo aus der Decke irgendein Zombie rausfallen würde. Du bist nicht Looper. Oh, das hört sich nach einem fetten Holzfäller an. Das sage ich, weil ich ihn jetzt gesehen habe. Ich war am Überlegen, ob das ein Holzfäller ist oder ob das wieder so ein Asthma-Anzug, du liest. Asthma-Anzug? Was ist denn das für ein Ding? Das ist eine neue Kreation. Aber mit neuen Kreationen sind wir immer gut dabei. Du bist eine Random-Kiste. Ja, Search Construction Sidebox. Gibt's da was Schönes? Holz. Yay, ich habe Holz gefunden. Und du bist noch nicht mal zum Knacken. Da habe ich mich jetzt drauf gefreut, dass ich einen Safe knacken darf. Medizin nehme ich wohl gerne. Da sage ich nicht nö, sage ich da niemals nö nicht. Hier geht die Tür. Das könnte ja auch sein, dass wir da oben was finden. Das Schild war relativ hoch angebracht. Aber hier muss doch irgendwo der Hauptladen sein. Das sieht mir nach Savage Country aus. Da sind Bücher. Da ist der Shotgun, das Messiah-Laden. Bums, Ding hier. Hier wollten wir hin. Das nehme ich direkt mit. Das ist ein Deko-Schild. Oh ja, das mag der gar nicht. Da kann man hier rangehen. Guck mal, da ist auch schon ein Cookie-Howie-Loch da. Wenn ihr euch davor sammeln würdet, dann könnte ich hier da durchhauen. Vor dem Loch, noch ein Stück, danke. Oho, direkt ein Beutelchen fallen lassen. Yes, Radioactive Man und Superbiker. Na gut, dass hinter uns alles offen ist. Alright. Trotzdem wäre ich fast an der Tür hängen geblieben. Ja. Auf der Mauer, auf der Lauer sitzt eine kleine Wanze. Komm mal. Oh mein Gott, wie viele Schläge kriegst du denn noch ab? Okay, du dürftest dich wieder regeneriert haben, so ziemlich. Okay, aber Power Attack hast du auch nichts entgegenzusetzen. Mach ich mal so. Krieg ich nochmal schön dein Kind erwischt? Komm mal. Nicht zu mir reinstolpern. Ich hasse, die müssen da mal endlich fixen, dass die Zombies in einen reinstolpern. Ich glaube, das ist eine Bird-Streamerin. Ist das wieder. Bitte nicht. Bitte, wenn ich da jetzt einen Vogelwackelkopf sehe. Mit Ärger. Könnten wir mal so langsam? Aua. Ich wollte dich ein bisschen aufhalten, nicht du mich. Warte mal, ich gebe dir noch ein bisschen Blutung damit rein. Ich glaube, das macht der Speer sowieso. Komm, Ausdauer. Komm mal, gib ab. Theoretisch, wenn wir was killen, regeneriert der Speer uns gut Ausdauer. Hat er jetzt auch wieder komplett voll gemacht. Dafür müssen wir erstmal was killen. Dann ist auf normalen Schwierigkeitsgrad mit den 1.0 Super High HP Zombies gar nicht mal so easy, dass die Waffen jetzt noch so machen. Das war früher immer so instant Ausdauer wieder zurück. Let's go. Lass mal schön weitermachen. Das ist bei Vibe nicht mehr so dolle. Glaub, ich höre in der Distanz da hinten irgendwo. Ganz leise, unterschwellig eine Kettensäge rasseln. Wir wissen, was das heißt. Da werden Bäumchen gefällt. Will ich so ein Schild? Da bist du mir zu blutverschmiert. Ich will nirgendwo rumhängen haben. Das hört sich nach Bubble an. Das heißt Böse-Zombies hier. Endloop Star. Okay.
Da würde ich ganz, ganz gerne ran, würde ich da. Aus offensichtlichen Gründen. Okay. Wollte ich ausmachen? Gib mir die Pflanze da. Wo ist denn der Knopf drücki-lücki? Müssen von da irgendwo rein. Ich meine, ich könnte mich wahrscheinlich hier wieder durch die Wand kloppen, da dran zu kommen. Wenn ich da damit umgehen kann, dass wir da die Endzombies spawnen, wäre ich super dankbar. Aber das war noch Zeugs. Pass auf, pass auf, pass auf. Wir sind kurz davor, überladen zu werden. Lass mich hier kurz das anziehen. Das durchsortieren hier und ein bisschen Scrappy Scrap betreiben. Und lese, lese. Ja, wir sagen heute wieder komische Sachen. Du kannst mal da aus. Oh, Shit-Waffe nochmal dahin. Das sieht passabel aus. Da kann ich dich auch scrappen, weil du müsstest mir wieder. Du gibst mir gar keine Spearparts. Du Sausack. Okay, dich durchgeladen mit der Munition, die wir gefunden haben. Du bist eine funktionierende Maschine. Eventuell nehmen wir da kein nichts raus. Ich habe mal wieder keine Arsch in der Tasche. Okay. Sorry. Wo kommst du? Das hört sich von oben an. Das hört sich oben an. Oh ja. Oh ja. Das ist draußen. Da irgendwo. Oh, oh. Hallo, Fifi. Das heißt, der Rest kommt ja auch sofort angedackelt. Ja, danke für die Bestätigung. Ja, das will ich natürlich vermeiden, dass wir jetzt hier die Endzombies und euch hier zusammen haben. Kommst du da durch? Was bist denn du? Wenn ich dir ein kleines Pupi-Pupi-Loch mache. Okay, da haust du ein bisschen drauf rum. Ihr haut euch dann wahrscheinlich da durch. Kann ich das Schild mitnehmen? Das Schild kann ich natürlich wieder nicht mitnehmen. Die guten Schilder dürfen wir nie aufheben. Das ist eine Sauerei. Ihr scheint da noch ein bisschen beschäftigt zu sein. Ey, risk it for the biscuit. Du bist ein fetter Betonklotz. Ja, ein paar kloppen da wieder auf irgendein Zeugs rum. Nur die Frage, spawnst du mir jetzt hier die Endzombies rein, wenn ich hier die Schwelle übertrete? Sieht nicht danach aus. Okay, schön chillig bleiben. Wir haben ein Steel Tool. Das ist sehr, sehr nice. Ah, ich bin so nervös, so angespannt, hier neue Bücherchen zu lesen. Okay. Shotgun ist Firebox. Du gibst mir jetzt super, super tolle Sachen. Wir sind schon direkt überladen hier. Ja, Shotgun-Shells da drinnen gehabt. Ich hätte gerne Rifle-Parts. Dammit! Gottverdammte Hacke-Scheiße, super Kacke. Hacke-Scheiße, super Kacke. Den merken wir uns, der ist gut. Oh, jede Menge Munition, das ist auch gut. Vielleicht die Axt wegpacken, da macht mich nervös, dass wir die Axt hier draußen haben. Kein einziges Part-Ding, was wir brauchen. Okay, du verarsch mich doch. Oh, wir haben noch. Da war noch nicht mal die komplette Nerd-Outfit. Der Assassin-AZ, was wir da gerade anhaben. Wenn wir noch die Nerd-Dingers hier an. Alright. Boah, ba, 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 ba. Du kannst definitiv gescrappt werden. Weißt du was? Ich scrap euch beiden auch. Auch wenn ihr mir nicht wirklich die Parts gibt, aber ich brauche mir momentan den Platz. Alright. Lass mich wieder richtig Assassin's Set anziehen. Und mal die blöde Axt hier wegpacken. Okay. Vielleicht nicht so direkt im Licht stehen. Nein, egal. Ich probier mal. Mahlzeit.
Mahlzeit. Wir haben die magische Schwelle übertreten. Ich muss dir auch unbedingt versuchen, hinterher im Schatten stehen zu gehen. Muss ich auch unbedingt probieren. Hätte ich nicht da stehen bleiben können, da hätte ich vielleicht voll an die Lootbox dran gekommen. Alright. Vielleicht vergisst er mich ja hier. Bonks. Hört sich nicht danach an. Kein Problem. Ich komm gleich nochmal wieder. Ihr könnt euch wieder beruhigen. Dann wissen wir, dass wir nicht hinter die Boxen dürfen. Wir müssen von vorne stehen bleiben. Okay. So, zurück zum Shotgun Messiah. Die sollten sich eigentlich wieder beruhigt haben. Habe ich dich markiert? Nein, habe ich dich nicht. Was ist denn hier heute los? Wieso drücke ich hier die Sachen und die Sachen werden nicht aktiv? Kann mir da mal jemand verklickern? Hallo Stripper TDs, wie geht's denn so? Okay. Der war angepisst. Der auch. Voll Copland hier. Ziemlich framey hier. Das liegt, glaube ich, am Regen. Ich habe echt Probleme hier in Wasteland, hier, wenn es regnet. Massiv. Okay, wenn ich flüchten muss, komme ich da rausgerannt. Kann ich noch ein bisschen Sachen wegpacken? Alright. Die Tools Quality 4 dürfen mittlerweile. Beide mich hier nicht so von der Seite an, du Arschgesicht, ey. Ist da noch ein Beutel in der Ecke? Hab's da gerade richtig gesehen. Ei. Achso, diese Schenkelklopper. Ah. Würde ja gerne ein bisschen Blei ins Maul jagen, aber da zieht noch andere Zombies an. Das ist so ein Hazard. Das ist so ein Leichensack, das da ist. Okay, komm hier, du Nase. Nein, das Gift kannst du behalten. Komm hier. Hey, das waren 4 Power-Attacks, um so ein Bubble ohne Feral umzunatzen. Die Auswahl fast platt, bevor unser Perk uns die wieder 100%ig regenerieren kann. Den haben wir versemmelt. Ei. Bonks, da bist du hops und die Ausdauer ist wieder voll. Gut. Nicht zu weit in den Raum rein. Wir wissen, dass die dann da rausgerannt kommen. Und eins vor. Klopft da ruhig gegen. Du müsstest der Kopf sein von vorhin. Alright. Ich will die schöne Boxer haben. Da. So komme ich dran, ne? Nicht snappen! Dude! 8 Lockpicks gebrochen, ein Lockpick haben wir noch. Wollt mich verarschen? Du Arsch! Oh. Ha. Okay, da müssen wir wieder kommen, wenn wir ein paar mehr Lockpicks haben. Das wird so nichts. Vielleicht können wir hier hinten noch ein bisschen mal plündern. Super weit gefahren hier bis nach Hause. Das war ein Kilometer weiter Fahrt war das. Obwohl ich gerade hier bin. Wir können jetzt mal hier das zu Ende looten.
Und ich will wissen, was da oben in dem Hauptgebäude, die ja da in der Kontrollkammer drin ist. Ich bin voll. Kettensägen-Dame, Kettensägen-Dame, Kettensägen-Dame. Mama, mir ist auch noch ein Cracker-Book. Das ist ein Direwolf. Eh die falsche Dame. Wollte die Kettensägen-Dame so erwischen. Habe ich nicht vorhin gesagt, ich höre da eine Pferde und eine Kettensäge, ganz leise. Hängt die bei uns zu Hause rum. Und bis auf die Dupe Collector haben wir da eigentlich nichts, was die Hitze erhöhen sollte. Alright. Okay, dich anpeilen. Du bist da noch, das war noch ein Crackerbook. Guck mir mal einer an. Ja, das ist auch noch ein Post Office. Post Office hat viele Briefkästen und so weiter drin. Okay, das war ein Fehler, alles direkt rauszunehmen. Direwolf wäre jetzt sehr verlockend, den umzunutzen. Außerdem wollte ich ganz, ganz dringend das Ding ja mitnehmen, damit ich das ummangeln kann. Da, so, hier, zack, hier halt mal so ein paar Sachen fest da. Ja. Das sind Schematiken, ne? Gut, selber Mod. Sehr interessant. War da nicht gerade noch eine Schematik irgendwo? I don't know. Okay. Was haben wir denn hier alles? Das sind ganz viele Wanderer. Eieiei. Wo ist die Kettensägen-Dame? Die wandern einfach durch mein Gelände durch. Eine unverfroren. Oh Gott, ist das hier eine ganze Wanderkolonne. Müsst ihr durch mein. Oh mein Gott. Holy shit. Motherfucking Super Zombie hier. Oh Gott. Guck dich an, was hier alles da rumkommt. Oh mein Gott. Wieso bei mir zu Hause? Wieso da? Werdet ihr von den Landclaim-Blocks angezogen? Gott, ist das da voll! Was leuchtet mich denn da an? Radioaktive Kettensägen-Dame. Oh, for fuck's sake. Wow. Du machst Sneaky Sneaky ankommen. Ich hab die Sneaky Klamotten an. Wenn ich wüsste, dass wir genug Schaden machen, wa? Das war ein guter Batzen Schaden, den du da reingedrückt gekriegt hast. Okay. Wow, nicht treffen lassen. Okay, kannst du in gerade Linie fließen? Komm, bleib liegen. Komm, Mann. Oh, danke für den Beutel. Oh Gott, das ist ein super fieser Fettsack. Okay, bitte in Reihe und Glied hier schön in einer geraden Linie auf mich zukommen, damit er nicht so rumwackelt und ich euch gerade treffen kann. Okay. Seit wann rotzt du da und Gift rum? Alright. Oh Gott. Get down. Geh mal auf Seite da, ich muss den vielen super Fettsack hier, muss ich ja ordentlich meine super Zwangskastration hier verpassen. Ja, danke, dass ihr mir den Gift da abfangt. Sehr, sehr nice von euch.
Der ist gepoppt, der ist gepoppt, der gibt auch einen roten Beutel. Sweet, 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 sweet. Wow. Du kommst mir auch größer vor als reguläre Bibble Bubble Bubbles. Ist da auch ein Special Special Bibble Bubble Bubble? Wenn wir weiter backtracken, sind wir bald wieder ein Pine Troll. Holy Motherfucker, friss ihr Blei. Ah, okay. Ich gehe Beutelchen einsammeln. Wartet mal, macht mal ein wenig Geduld. Okay. Okay, wir werden wahrscheinlich über Beutelzwang versorgt. Au. Das ist ein regulärer Kopf. Wenn das wieder so ein Super-Dulli gewesen wäre. Aber das heißt regulär. Du bist immer noch Feral, bist du immer noch. Wenn du mal eben poppen könntest. Explodieren könntest und die anderen mitnehmen würdest, wäre ich dir sehr dankbar für dich. Gott. Wo kommt das ganze Wasser her? Und was ist das für ein Wasser? Das ist das Öl? Da war das ja Öl. Oh. Wir brauchen Silencer. Wir brauchen vernünftige Viva-Action. Wir brauchen Munition. Wir brauchen die Fähigkeit, rumrennen zu können. Wir brauchen Abstand. Wir brauchen Hilfe. Oh boy. Da ist das Schematik-Ding hingewandert. Okay. Regelbüchlein, noch ein Assassin-Brust. Warte mal, lass mich mal kurz meine reguläre wieder anziehen und da miteinander vergleichen. Du bist 0,1 Armor-Rating besser oder so, da kannst du gescrapped werden. So, wir sind eigentlich nochmal hierhin zurückgekommen. Oh, wir haben da auch upgraden können, weil wir auch Kohldampf haben. Mal durchsortieren hier. Modify deine Mods daraus. Boah, ich schwitze mir wieder ein zurecht. Adrenalinspiegel ist wieder so hoch. Du dahin. Du dann auf Modify. Die beiden Dinger wieder rein. Und dann bist du wieder super, super top. Bist du hier. Alright. Du da rein. Dich gescrapped. Du müsstest hundertprozentig. Müsstest du uns Steel Part Tools geben. Tool Parts. Dings. Fragmente. Dinger. Doloridus. Whatever. Gib mir noch mal. Welche Munition habe ich denn jetzt da gesteckt? Also, oh Mann, du kannst nach da. Alright. Oh. Ja, wir können 175 herstellen. Mach mir 50 davon. Wunderbar, wunderschön. Keine Angst, die Lootbeutelchen, die bleiben ein wenig da liegen. Wir haben ja extra Mods drauf, damit Drop-Loot-Dings-Beutel-Mega-Dings da länger liegen bleibt. Drop-Loot-Mega-Dings da. Alright. Derzeit kann ich mal in die Küche hopsen. Das ist ja noch suboptimal, ja, mit der Treppe. Das ist Rohzeugs. Warte mal, Rohzeugs. Definitiv da mit rein. Du, Kartoffel, du bist auch Rohmaterial. Und dann hier rein. Habe ich noch was Antibiotika-mäßig? Nö, habe ich nicht mehr. Das muss mal. Wir werden wahrscheinlich. Müssen wir irgendwas finden, müssen wir mal. Hier dicke, fette Pommes hier reingehauen. Steaks mit Pommes. Potato Meal, Steak Potato Meal, das ist die Pommes gewesen, habe ich genau gesehen, habe ich da. Fritten, ordentliches Batzen Fritten, sollten guten Batzen Gesundheit wieder zurückbekommen durch das Essen und Trinken jetzt. Ja, und es scheint ruhiger geworden zu sein mit den Wanderzombies, was mir sehr, sehr gut gefällt. Da kann ich jetzt die Beutelchen holen, maybe.
Okay. Offensichtlich nicht. Ja, dann rennen wir da halt wild durch die Gegend rum. Hatte ich die Leiter nicht höher? Mann. Okay, der gelbe Beutel war da an der Front irgendwo. Der rote war auf gegenüber hier irgendwo. Das ist der Rück, das ist der gelbe. Ich kann dich komplett da wegnehmen. Okay. Ja. Danke. Dann haben wir noch Sachen im Bike. Muss man dann die auch noch abholen. Da habe ich die gute Dame da umgenannt. Ne? Irgendwo. Ja, da definitiv der rote Wald. Der rote Wald. Dankeschön. Dankeschön. Zum Bike und dann nochmal in die Basis zurück. Die Lockpicks abholen, die dann schon fertig sind. Gucken, ob wir jetzt da alles Neues eingesammelt haben. Und dann zum Shotgun Messiah. Es ist mir echt ein Rätsel, wieso hier mal alles voll ist. I don't know. Ich brauche Spearparts. Da. Hatte ich. Ich brauche Steel. Hatte ich auch. Ich brauche Holz. Habe ich auch. Ich brauche Duct Tape. Meine ich hätte das auch. Nope. Hatte ich echt kein Duct Tape mehr auf Vorrat. Ha. Na, ich habe ja zum Glück habe ich hier noch da und da in der Front. Was? Gib mir den Stoff. Das reicht an Duct Tape, dann haben wir den Steel Spear sofort. Du brauchst 3 Minuten ungefähr. Das reicht für uns. Nein, du brauchst auch noch 1 Minute. Das war mal eben rüberbrettern können zu einem Shotgun Messiah nochmal und gucken, ob wir da nicht reinkommen. Okay. Hä? Hat mir jetzt denn da wehgetan? Ach, hier sind von innen noch Spikes mit dran, oder? Das hat der Walter hat jetzt direkt gerochen. Ah, shit. Wo bin ich hier unten nochmal für den? Ah, nee, tut mir leid. Ja, come on. Gib mir all die schönen Rifle Parts. Okay, First Try diesmal. Warum nicht direkt vorhin, obwohl du erstmal 8 Lockpicks hier vergammeln und dann hier First Try oder was? Ah, da ist nicht ein einziges Rifle Part drin. Gut, kein Problem. Ich habe noch einen Shotgun Messiah gesehen. Relativ weit außerhalb der Stadt. Auf dem Weg Richtung Pine Forest. Da. Das ist ein relativ großes. Da dürften wir relativ in Ruhe plündern dürfen, weil das ist, wie gesagt, außerhalb der Stadt. Das Ding gehen wir morgen an. Wir brauchen unsere Rifle Parts. Ich muss von dieser blöden Hunting Rifle wegkommen. Du kannst mir auch gerne, kannst du mir eine Lever Action Stufe irgendwo im Drop drin lassen. Nimm ich auch. Kein Problem. Aber momentan, wir müssen echt von der Hunting Rifle wegkommen. Der eine Schuss, der da drin sitzt, bei dem mediocre Damage, der bringt uns hier nicht weiter. Das bringt uns hier absolut nicht weiter. Was uns weiterbringt, ist da eine Leiche von dir. Du bist leer, okay.